Dann rufen wir erstmal das Mädel wieder her. Ja. Jona! Komm! Ich bin ja schon da! Hetz mich nicht! Ich kann aber nichts alleine, der Junge. Ja. Man muss erstmal darauf kommen, dass man diese Teile da drin anzünden muss. Ja. Na gut, wir hätten drauf kommen müssen. Sachen anzünden. Ja. Scheiße, es kommt davon, wenn man kein Pyromane ist. Das ist bei mir Ziel gelandet. Oh, das, sah, das sah irgendwie heller aus von draußen. Ja, ne? Auf die falsche Seite. Ja, du musst mal auf die linke Seite. Jeder hat seine passende Seite. Ja. Setz dich hin, Jorda. Wir sind weitergekommen bei Ico. Die schlafen übrigens irgendwann ein. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist mal erzählt, ja. Ich spiele mal auf der Panflöte, um diese Zeit zu überbrücken. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ein Blumenkind. East Reflector. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ja. Willst du? Ich versuch mal, ja. Gut, dann Controller wechseln. Warum ist der Controller eigentlich voller Schweiß und Blut? Woher der Schweiß kommt, weiß ich nicht. Das Blut, ich schwitze Blut. Achso. Den ja, muss man bestimmt irgendwie drehen, damit da irgendwie Licht reinkommt. Mein heißt das hier East Reflector. Ja. Kann sich ja mal umgucken. Ich hab das Gefühl, sie muss dabei helfen. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ja, da geht's hoch. Ja, ich würde mal sagen, mehr als das Ding können wir hier nicht bewegen. Glaube ich auch. Da kommen sie mal hoch. Frau Jorda. Junge Frau, kommen Sie mal ran. Ach ja. Und jetzt rufen, oder? Nö, nee, macht sie nicht. Du? Schieben Reflektor. Wenn ich nehme sie mal in der Hand. Oder zieh mal. Ich kann leider nur schieben. So. Aber das Ding hatte von zwei Seiten sowas, oder? Akkurat. Sie hilft aber nicht. Kein bisschen, ja. Wie fies. Wenn ich nehme sie an der Hand und versuch's dann mal. Hatte ich schon. Aber lässt dann einfach los und sie macht gar nichts. Vielleicht ist der Mechanismus noch fest. Hm. Oh, schöner Wald. Ja. Da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Da oben. Ja, dann. Ach, ja, also sie kann ja mithören. Gib das Mädel nicht, Junge. Hier lässt sich aber auch Zeit, oder? Das tut sie. Ja. Leiter, du, hochgehen. Verstehen? Und zwar? Bonsoir. Ich habe das Mädchen vergessen. Ja, die schafft es ja, über Levelgrenzen hinauszugehen. Echt? Hat sie doch eben schon gemacht, oder? Ja, aber nicht, wenn du da drin ich bist, guck glaube. Ich sehe schon, wie sie das kann. Ich glaube, nur wenn die an der Tür steht, macht die das. Ja. Sie ist aber auch langsam. Ja, sie ist sauer langsam. Naja, sie hat ja auch keine High Heels an. irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Länge des Spiels damit ein bisschen künstlich verlängert wird. Durch dass das Mädel so langsam ist. Komm, du musst bloß. Genau. Ja. Yay. Jetzt sind wir hier, wo du schon meintest, dass wir da richtig sind. Hm. Oh, noch ein Hebel. Stimmt für die andere Seite. Oh ja, das reicht sogar von der Entfernung. Ja, da zündet man sich jetzt den da oben an und dann. Na gut, ich hätte jetzt die da unten angezündet. Ich dachte, du bringst jetzt das Mädel um gerade. Nein, die hat vorhin auch schon so geschrien, als du sie fallen lassen hast. Ja, aber das war ja nicht so tief. Ja, das passt schon. Sie ist Allrad. Jorda. Allfußantrieb. Na, dann ist ja okay. Sie kann das. Sie hat TÜV. Wie lange? Weiß nicht. Frag mal ihre Mutter. Sah echt so aus, als ob es ausgehen würde. Ja, es ist ausgegangen. Du musst... Ja, da doch einfach wieder an. Mach ich doch gerade. Du bist da ein bisschen falsch. Ich bin da völlig richtig. Du bist da oben und direkt davor und dann zündet man es an, wenn es geht. Ja, gut.
jetzt fällt das Schwert da raus. Es fällt auch runter, gut. Wäre jetzt lustig, wenn es in irgendein Loch gefallen wäre. Ja, ich hätte ja damit gerechnet, dass es da oben liegen bleibt, auf dieser Ecke, wo wir nicht hochkommen. Wovon kommst du doch von der Seite jetzt hin? Aber sie muss ja mit. Du kannst ja trotzdem. Du kannst auch einfach durch die Tür gehen, hast du auch recht. Sie muss mit. Hey, du kannst aber trotzdem durchgehen. Ja, aber sie muss mit. Hä? Ja, das ist vollkommen richtig. Du kannst aber sie auch damit euch mitnehmen. Ja, aber sie muss mit. Ach so, mit Lane. Ach so. Sag das. Nein, sie muss mitkommen dadurch. Und deswegen muss ich sie holen. Juhu. Gib mir Golden Monster. Ach, deswegen Arena. Muss jetzt bestimmt da die Seile durchschneiden. Sieht so aus. Gleich mal die neuen Fähigkeiten ausprobieren. Ja. Immerhin können wir jetzt auch was kaputt machen. Vielleicht ist das das einzige Schwert, was die Mutter töten kann oder so. Deswegen hat sie es in einen Tempel voller Rätsel gesteckt. Ja. Puff. Dann mache ich mal den da oben noch kaputt, weil wir müssen ja sicherlich noch das dritte Tor öffnen. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt können wir auch versuchen, ob wir uns mit diesem Schwert in diesen Rillen da festhalten können. Genau. Ach, das war dafür gedacht. Oh. Ist da ein Wasser gewesen? Da war Wasser. Das sah gerade so aus, als ob das ein akkurates Unterwasserlevel wird. Willkommen im Wassertempel. Ja. Komm, Yoda. Wasserlevel sind ja so immer die schönsten gewesen. Hui. Das geht ja noch. Ich glaube, den haben wir jetzt aber nicht für das Gegenspringen bekommen. Ja, glaube ich auch nicht. Da an der Seite kann man da drin. Ja, habe ich auch gesehen. Da oben. Mhm. Als Ikologe weiß man sowas halt. Ach so. Da hätten wir natürlich da links hochgemusst. Ja. Kann ja keiner rechnen. Ja, ich hätte mal hochgucken müssen. Ja. Kriegen wir schon hin. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Aber das läuft. Wie das Wasser. Genau. Hauptsache, sie wird nicht von einer riesigen Schildkröte entführt oder so. Das wäre jetzt nervig. Musst du da hoch? Ich hoffe mal. Guck doch einfach. Hä? Nee. Musst du da hinten hin. Ja, warum? Wozu? Wofür? Deswegen, ich versuche gerade runterzukommen. Gut, dann. Deswegen sage ich ja, man muss da nicht hoch. Ich weiß, du bist ja da gerade hochgeklettert und. Ja, deswegen habe ich doch da oben gesagt, okay, hier ist nichts sozusagen. Ist war gemein. Obwohl aber nicht schlimm, es ist gut. Ja, ist gut, hast recht. Fährt halt automatisch runter, wenn du zur Ecke kommst. Mhm. Naja, ich mag das schon. Hier ist Wasser, das kann einfach nicht gut sein. Ja, obwohl, es sieht aus wie eine Wasserrutsche. Das ist schon schlimm genug. Ich mag Wasserrutschen. Nicht in Spielen. Du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ja, okay. Was hast du denn gesehen? Das Erlöschen des Todes. Oh, wir sind auf dem Balkon. Ja. In der Tat. Ja, mehr geht ja nicht. Es gibt nur ein riesiges Problem. Yoda steht halt unten alleine. Nicht, ja. Können ja auf sich selbst aufpassen, ne? 5 Sekunden. Das ist Yoda. Ja, natürlich weiß ich, dass das nicht gilt. Aber was haben wir für eine große Wahl? Ja, was anders zu machen. Nicht, dass hier Sprungangriff ein. Ja, denke ich mir auch mal so. Akkurat. Eine Seite ist runtergefahren. Noch die andere.
Ja. Das wäre cool, beide jetzt mit einmal gemacht zu haben. Ja, das wäre richtig cool gewesen. So, wieder da runter, ne? Aber hier waren wir noch nicht, oder? Da. Nee, du musst halt wieder zurück auf die. Vielleicht brauchen wir dafür dann diese Sache mit, wo man das Schwert vielleicht reinmachen kann. Ja, ich denke. Hä? Naja, ich drück mal. Ich geh im Hebel. Vielleicht kriegen wir dann Jorda irgendwo hoch. Und das sollte aufzubessern. Naja. Dann sollte Jorda da hochkommen. Sollte sie, aber fragt sich immer noch, wo wir auf die zweite Ebene kommen. Auf welche denn meinst du? Also auf die erste Ebene meine ich. Die da. Da warst du doch eben schon. Hier? Hm. Als du da hochgeklettert bist. Ach so. Gut, du bist dann bist doch an dem einen Brückenteil vorbeigesprungen. Dann müssen wir bloß noch nach unten kommen. Genau, und Jorda holen. Können sie ja schon mal rufen. Musst du da nicht dadurch? Ich wollte erstmal Jorda holen. Ja, dann musst du trotzdem. Achso, nee, da hinten ist schon das. Ja, das kann. Jorda war doch da bei der Tür. Mhm. Ja, cool, wenn sie da jetzt schon stehen würde. Hallo. Ich hab's ganz allein bis dahin geschafft. Ist ja voll toll. Oder du bist so selbstständig geworden, seitdem wir unterwegs sind. Ja, am Ende schnappt sie sich bestimmt das Schwert und tötet ihre Mutter. Tja. Komm mir schon mal bitte ein bisschen entgegen, Mädel. Ja. Ich zieh dich auf den Berg hoch. Sind bloß 90 Grad, keine Sorge. Hui. Dann haben wir den Tempel, glaube ich, fast geschafft. Falls es ein Tempel ist. Also ja, die Arena. Arena des Teufels. Hui. Ja, wir sind auf jeden Fall schon ganz gut vorangekommen jetzt. Das bei unserer Gehirnleistung. Ja. Unglaublich. Hm. Also, ich musste ja auch da reinrennen, ne? So, was jetzt? Ah, genau, wir gehen über den Block, der gerade erschienen ist. Hast du das nicht gesehen? Jetzt, wo du sagst. Hast du das nicht gesehen? Das ist bestimmt so ein... Ah, ja, klar. Ich meine, als wir reingekommen sind, da war das ja schon da oben. Also... Das ist ja normal, dass Blöcke einfach so erscheinen. Ja. Mit Yoda ist das ganz normal. Wenn du mit ihr in einer Beziehung bist, dann passiert sowas alltäglich. Facebook-Beziehung, ey. Ja, eine Beziehung mit Yoda. Weißt du, wie der Name? Yoda Jorzen. Jorzen, okay. Jorzen. Wie kriegen wir da das Feuer hin? Hm. Wir können uns mal hier oben holen. Ich guck mal noch auf die andere Seite. Oh, da ist ein Aufzug. Ja. Gut, dann ist okay, wir nehmen den einen, wir nehmen den leichten Weg. Stimmt ja. Scheiße. Stimmt ja, wir sind doof. Ja, wir müssen jetzt wieder runter. Ja. Wir haben ja keinen Stock. Ja, zünd das Schwert an. Hm. Dieses Schwert wurde in Feuern des Schicksalsberges geschmiedet. Das kann man nicht einfach so verbrennen. Zünd das Schwert an. Ja. Vor allem jetzt muss man mehrere Male zwischen den beiden Sachen hin und her wechseln. Das ist eigentlich voll tricky jetzt. Hm. Also wahrscheinlich müssen wir das Schwert wieder mitnehmen, weil Stöcker überall rumliegen. Aber Schwerter müssen sie nicht. Ist ja cool, dass der Lift automatisch erkennt, wann er hoch muss und wann nicht. Und er hat sogar zwei kleine Teile da unten dran, damit er richtig steht. Ja. Unser kluger Lift. Moment. Ach ja. Ich mag kluge Lüfte, die Lüfte. Hm. Lifte. Lifte? Hm. Aufzüge. Das ist am besten. So. Dann müssen wir anderen und dann. Und dann kommen wir zum zweiten Reflektor wahrscheinlich. Ja, falls es einen zweiten gibt oder wie auch immer das gemacht ist. Sieht so aus, als ob Sonne reinkommt. Ach, jetzt wird bestimmt der Reflektor bestrahlt. Ihr habt das Böse erweckt, was ihr nicht hättet erwecken sollen. Tor in eine andere Welt. Ist das etwa das... Scheiße, das ist ja wirklich Star. Alter, was geht denn jetzt ab? Und dasselbe müssen wir auf der anderen Seite auch nochmal machen. Wenn das die Mutti mal nicht mitkriegt, dann weiß ich auch nicht.
Tesla-Spule. Oh, das Tor. Ja, Ico, ja, jetzt verstehen wir es. Ach, das war da vorher auch zu, da oben. Ja. Na dann. Siehste, es war richtig, da nicht lang zu gehen.